Ja, ist schon verrückt. Es ist krass. Im Moment im Training bin ich wirklich voll im Aufbau. Aber es ist die dritte Woche, Ende der dritten Woche. Und jetzt ist wirklich wieder ein bisschen reingekommen und alles ist ein bisschen langsamer, alles ist ein bisschen anstrengender, bis sich echt der Körper, vor allem der Kopf, wieder daran gewöhnt hat. Ja, im Moment ist es so ein bisschen wie die Phase vom Schaffen, sage ich aber. Es ist jeder, wo du einfach viel Umfang machst, was streng ist, wo du wirklich an den Schnaufen gehst. Und nachher wird sozusagen es immer wie kürzer, also nicht weniger streng, aber halt zum Teil intensiver, aber weniger. Und dort geht es dann mehr um ein Feinspiel. Und jetzt ist es auch wieder gross Umfang. Und das ist schon so die Phase, wo. Nein, es ist eigentlich nicht unbedingt strenger als die anderen, aber es ist, glaube ich, körperlich ist es ein bisschen anstrengender, manchmal, wo du viel mehr Umfang hast. Der Muskelkater ist in dieser Phase auf jeden Fall am schlimmsten. Also ich habe das Gefühl, nach dem Training heute wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Muskelkater haben, wo wir halt nachher viel neue Übungen machen. Also neue Übungen, ich sage Übungen, die ich zwei, drei Monate nicht habe gemacht. Und dann tut es dann halt immer wieder weh. Auch wenn du es schon 100 Mal hast gemacht, aber wenn du jetzt 2-3 Monate Pause hast gemacht, dann tut es extrem weh. Ja. Aber es ist auch nicht so schlimm. Es ist immer ein gutes Zeichen. Also wenn du am nächsten Tag aufstehst und Muskelkater hast, dann weißt du, du hast gut geschafft und der Körper gewöhnt sich voneinander an. Das ist eigentlich das Beste. Wo du weißt, dann das nächste Mal, wenn du Übungen machst, tut es viel weniger weh. Und das ist eigentlich schmerzhaft, aber sehr positiv. Eigentlich. Ich bin recht so erschöpft. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zittrig, die Muskeln sind müde, schwer und es ist alles ein bisschen steif. Am liebsten würde ich einfach herliegen und den ganzen Tag nicht mehr machen. Das ist so ein bisschen das Gefühl bei mir. Auch im Kopf ist es recht anstrengend, weil ich probiere wirklich alle Übungen immer mehr gut zu machen. Und auch gegen Schluss, wenn du müde wirst, möchte ich nicht, dass die Qualität abnimmt. Und darum ist es dann nochmal umso härter. Darum ist es wirklich auch sehr streng für den Kopf, aber auch für den ganzen Körper, weil ich so viele Wiederholungen mache. In dieser Phase, in der wir jetzt sind, die also sehr umfangbetont ist, dort habe ich das Gefühl, dass muss ihr Körper ready sein, also eine Belastungsverträglichkeit entwickeln, dass man nachher eine hochintensive Sache machen kann. Das steht im Zentrum einer Sprinterin, dass sie aber möglichst schnell rennen kann, möglichst viel Gewicht lüpfen kann, also hohe Lasten kann bewegen kann. Da muss der Körper einfach ready sein, also das ganze System. Darum machen wir auch sehr viel. Übungen, die den ganzen Körper betreffen. Sie sollen auch ein bisschen in die Schnaufe kommen. Der Herzkreislauf muss auch aktiviert werden. So, dass der Körper dann wirklich die Stabilität hat, dass man dann wirklich in einen Intensitätsbereich wechseln kann, wo sie halt. Die Zusammenarbeit mit dem Adi ist wirklich mal cool. Also ich schätze ihn wirklich sehr und auch seine Meinung und dass er eigentlich immer da ist, auch wenn ich eben mal bei einem anderen Trainer trainiere. Ich bin wirklich froh um ihn. Und eigentlich auch immer, wenn ich keinen Trainer hatte, ist echt immer der Adi da gewesen. Und um das bin ich wirklich mega froh. Und eben, er kennt mich sehr gut, er weiß, wie ich auf gewisse Reize reagiere, was man mit mir machen kann, was weniger. Und das ist wirklich für mich sehr wertvoll. In dieser Aufbauphase da ist es etwa so, dass man muss sagen, ja, es ist tiptop, du machst es gut. Es ist nicht das eigentlich zu pushen, weil ich glaube, sie ist sich bewusst, dass das braucht jetzt halt und dass die auch wieder andere Zeiten kommen. Aber ich glaube, gerade die moralische Unterstützung ist da sehr. Ich freue mich allgemein, wieder Wettkampf zu machen, wieder umzureisen. Also, wenn alles gut geht, hoffen natürlich, aber einfach ich wieder die Wettkämpfe zu machen und auf einen Höhepunkt her zu arbeiten und auf die Olympischen Spiele. Und es ist jetzt gleich noch
weiter weg. Aber für mich ist wie zuerst die Hallensaison, die kommt, wo eigentlich klar so ein bisschen das nächste Grosse ist. Aber ich freue mich auch sehr auf die Aussensaison. Dass mein Fuß gebrochen hat, mich schon recht mögen. Es war wirklich mega blöder Trainingsunfall. Also ich habe einfach so Hütliläufe gemacht, so halt Sprintübungen, und bin dann mega blöd auf ein Hütli gestanden und bin dann so weggerutscht und umgeknickt. Was passiert ist, bin ich schon ein bisschen verklüpft, weil es hat schon noch recht wehgetan. Und ich habe gemerkt, im ersten Moment so, oh, das ist nicht gut. Und nachher habe ich aber nicht so recht gewusst, was tut schnell mal etwas weh, aber es ist nicht so schlimm. Dann habe ich ein bisschen gewartet, habe wirklich ein Coolband drum da, wo ich gewusst habe, es ist gut, eben, wenn man Druck drauf geht, um es zu kühlen, und habe ein bisschen gewartet. Und nachher habe ich aber wieder probiert, umzulaufen, habe gemerkt, nein, es ist immer noch nicht gut. Und dort hat es mich dann schon recht verunsichert, weil ich gewusst habe, wenn es jetzt etwas weniger Schlimmes wäre, dann müsste der Schmerz ein bisschen vergehen. Und darum habe ich dann auch das Training wirklich abgebrochen, habe meine Schuhe angelegt, bin aufgegangen in die Physio. Und nachher hat sie den Fuß angeschaut und hat dann auch gemerkt, also, es könnte etwas mit dem Knochen sein. Und dann haben wir mit dem Spital geschaut, dass ich röntgen und ein MRI machen konnte. Und nachher habe ich dort den Gips bekommen. Und dort war dann auch so der erste Moment, in dem ich wie realisiert habe, okay, es ist wirklich schlimmer. Und ich muss jetzt den Gips einfach nachher 6 Wochen. Und erst dann darf ich den wieder anfangen belasten. Und es war so der Moment, in dem ich dachte, aber Scheiße, okay, die Hallensaison ist durch. Und es ist dort, wo mich wirklich so die grosse Enttäuschung eigentlich ist gekommen. Es hat mich wirklich mega mitgenommen. Es hat mich wirklich Hörner angeschissen, weil ich mich auch mega auf die Hallensaison gefreut. Und im ersten Moment konnte ich wie noch nicht so damit umgehen, im Sinne von wie darüber reden. Und darum wollte ich wie nicht alleine sein, aber ich wollte auch nicht mögen, jetzt darüber reden. Es ist mir zu nahe gegangen. Darum habe ich dort auch, sie haben mich wirklich mega abgeschirmt. Und eben, ich habe meine Familie jetzt mitbekommen. Aber ich habe jetzt dort wie nicht gross jetzt das den Leuten erzählt. Und dann mit zweimal darüber schlafen, mir doch ist es dann besser gegangen. Und dann habe ich gewusst, gut, das ist jetzt so. Und wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Und dann ist es dann besser gegangen. Es war so eine lange Zeit ohne richtige Wettkämpfe für mich. Die Saison im Sommer war wirklich mega schwierig. Ich hatte für mich keinen einzigen guten Lauf. Ich habe mich nie wirklich gut gefühlt. Und ich habe mich mega darauf gefreut, endlich mal wieder zu laufen, befreit und wenn alles funktioniert. Darum ist das, was mich am meisten hätte mögen, sich die Halle wegkämpfen. Linda, ciao, wie geht's? Ja, gut, hoffentlich, sag du. Schön! Ja. Tut's noch weh? Nein, eigentlich spüre ich praktisch gar nicht mehr. Alles okay? Ja. Also, weg damit, ha? Ja. Müssen wir schauen. Schauen wir uns das mal an. Also ich spüre wirklich nicht mehr viel. Gar nicht mehr, ja. Gut, schauen wir mal innen. Ja. Mal gucken, ob da eine entzündliche Reaktion ist. Schau jetzt da, du hast auch noch ein bisschen Flüssigkeit hier drin. Ja. Da ist noch ein bisschen was. Das ist das, was ich spüre, einfach bei Bewegung, oder? Siehst wenn du jetzt das nach oben gehst, ha? Ja. Einmal, oh. Entschuldigung. Weg ist es da. Das drückt hier die Flüssigkeit, dieser schwarzen Poppel. Ja. Da hängt er. Und jetzt drückt es das hier ein bisschen rein. Ha? Und das ist das, was mir halt noch weh tut. Genau. Das macht sicherlich, wenn du nach hinten kippst, hast du so einen leichten Druck im Gelenk. Ja. Kann man mal, das ist natürlich jetzt fies, gell? Das ist die Makrovergrößerung. So sieht es eigentlich im Original aus. Gell? Also, wenn du es ausmisst. Wir reden hier von sowas, gell? Also, alles eine Relation. Mhm. Und da ist alles Bene, da ist alles super. Hm? Okay. Ganz kleine Ergüsschen. Das ist einfach nur noch eine kleine Decke hier. Ja, das ist das, was ich jetzt aber was ich tut zum Heilen. Das ist da, wo der Knochen geheilt ist. Und aber wie geht es nachher raus, einfach mit der Zeit?
Es wird sich langsam, wird sich das dann nachher auflösen. Okay. Dann haben wir es ja im Feintuning noch hinbekommen. Ja. Hat ja gerade gereicht. Hat nur geknackt, ja, genau. Merci. Es ist eigentlich alles soweit tipptopp, sieht alles gut aus, bleiben noch ein paar kleine funktionelle Probleme, aber die können wir jetzt auch noch lösen mit der Physiotherapie. Ansonsten hat sie eine sehr gute Heilung gemacht. Da hat sie sich sehr anständig an die Anweisung gehalten von allen Ärzten und da ist sie sehr vorbildlich. Jetzt ist sie auf dem Schwebelaufband hier. Das ist eine Entwicklung aus der Raumfahrt praktisch, wo Körpergewicht rausgenommen wird durch Überdruck, was da erzeugt wird. Dann geht dann so eine Hose. Das ist wie als ob man auf dem Mond laufen würde. Das entlastet die Gelenke und das gibt dem Sportler eine Möglichkeit, Fullspeed oder zu laufen, ohne dass man die volle Belastung auf den ganzen Gelenken hat, runter auf den Knochen und auf dem Sprunggelenk. Das muss sich jetzt alles wieder ein bisschen einpendeln. Und er hat trotzdem die Möglichkeit, jetzt einen langsamen Aufbau zu machen, weil man das Gradient steigern kann. Man kann also die Schwerkraft langsam erhöhen im Verlauf. Ne? Und so kann es einfach. Ja. Okay. Hanni. Okay. Ja. Aber es geht dann besser. Ich glaube, sie tut gleich nochmal eins ab. Eins ab und gleich nochmal raus und dann ein bisschen dehnen und so. Okay. Also ist doch, es ist gut. Dann lasst es mal ganz so. Ja, es fühlt sich nicht schlecht an. Es braucht sich immer ein bisschen Zeit. Bleibt es nachher immer gleich, wenn es blöd ist? Es wird schon noch ein bisschen dauern, bis sie das jetzt aufgeholt hat, was sie in diesen Wochen natürlich auch verloren hat, wo sie nicht trainieren konnte. Also 6 Wochen wirft einen schon ziemlich zurück. Das geht jetzt schon, je nachdem, wie gut sie regeneriert, ein paar, 3-4 Wochen mindestens. Schätze ich mal, bis sie wieder voll ist, vielleicht noch ein bisschen länger, bis sie auf dem Fullspeed ist. Ja, das hängt jetzt davon ab, wie gut sie sich, ob noch Probleme auftreten, wie wir das alles hinbekommen. Aber in dem Stil. Aber es dauert schon, es geht nicht so schnell. Der Verlust ist leider sehr hoch, wenn man so lange Pause macht. Ja. Also du hast keine Pause gehabt jetzt. Du hast nur 2 Wochen Pause. Ja. Und dann bist du direkt weiter. Ja, genau. Ist gefangen. Aber ist nicht so schlimm, oder? Oder durch etwas Größeres. Ich bin mega froh, kann ich endlich wieder rennen. Habe ich keinen Gips mehr, muss ich nicht aufs Velo. Darum, im Moment macht irgendwie alles wirklich Spass, wo ich wieder weiss, normales Training ist. Darum bin ich eigentlich, also Saison, im Sommer bin ich sowieso eigentlich sehr zuversichtlich. Ich versuche wirklich probieren, Schritt für Schritt, jetzt eben, dass ich wieder normal trainieren kann, dass das Training gut läuft, dann die ersten Wettkämpfe. Aber es ist schon das grosse Ziel, das Jahr ist ganz klar toppen. Es war ein recht mühsamer Weg, aber ich bin froh, dass es jetzt wieder besser geht, dass ich wieder normaler trainieren kann und dass ich endlich ein Licht am Ende des Tunnels sehe. On your marks. Wow, Mujinga. Das war Hammer. Wie war das? Besser als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, dass ich
weniger lang war, aber jetzt bin ich gleich fast bei 30 Metern gewesen, darum mehr als ich denke, das ist cool. Super, wie zufrieden bist du mit diesem Rennen? Sehr, mein Start war gut gewesen. Ich habe gemerkt, dass das Auto wirklich viel langsamer hat reagiert als ich, aber nachher bin etwa so 25 Meter habe ich gemerkt, okay, und nachher habe ich keine Chance mehr. Das wäre jetzt besser gewesen, wenn ich mit einem anderen Menschen hätte testen können. Mit dem Auto hast du nicht so den Vergleichswert, aber eigentlich wirklich nicht so schlecht. Also es ist wirklich cool. Ich konnte jetzt echt gut trainieren, ich konnte viele Sachen machen und darum bin ich wirklich froh, dass ich jetzt eigentlich wieder an einem guten Punkt bin. Es ist eigentlich noch lustig, außer wenn jetzt das Wetter so ist. Aber es ist eigentlich meistens wirklich lustig. Es ist sehr cool, es ist ja immer wieder Erfahrungen. Und eben, es hat mich jetzt wirklich noch Wunder genommen, was der Unterschied ist jetzt zwischen einem Auto, das wirklich voll reindrückt, und jetzt zwischen mir auf den ersten paar Metern. Jetzt gehen wir ab ins Trainingslager in Türkei auf Belek. Das Wetter dort, also die Bedingungen sind optimal und die Stimmung ist meistens wirklich auch super mit den anderen Athleten, die hier vor Ort sind. Es sind sich alle auf den Sommer darauf vorbereitet, und darum ist es wirklich noch cool, wenn ein bisschen mehr Leute auf dem Platz sind als nur ganz alleine. Ich brauche allgemein sehr viel Schlaf, weil die Trainings so intensiv sind. Auf das Morgen verzichte ich darum Abend, aber der Kaffee ist mir wirklich mega wichtig. Der muss sein. Also ich habe das sind die schon immer so gemacht. Ich habe meistens am Morgen auch nicht wirklich gross Hunger. Darum habe ich die gefunden, es macht nicht Sinn, dass ich mich zwinge, irgendetwas zu essen. Mein Kaffee brauche ich, das ist wichtig. Aber ich trinke immer Kaffee mit Milch und dann fühlt es den Magen gleich ein bisschen. Aber dann reicht es bis zum Mittag. Belek ist für mich wirklich der perfekte Ort zum Trainieren. Es ist wirklich ein Paradies für die Athleten. Es hat alles, was wir brauchen. Das Stadion ist super, es hat einen mega guten Kraftraum. Es funktioniert gut mit den Hotels. Es hat verschiedene Hotels, wenn du zum Beispiel am Strand sein willst oder ein bisschen weiter weg vom Stadion. Oder du kannst wirklich hier vor Ort sein und hast 2 Minuten von deinem Zimmer für auf die Piste. Und das Essen ist sehr gut. Das macht halt auch immer sehr viel aus in einem Trainingslager. Das ist extrem wichtig. Und dann ist halt einfach eine mega coole Stimmung. Es hat so viele Leute da, es sind so viele verschiedene Nationen. Und zum Beispiel Holland ist ein extrem grosses Team da, wo zum Beispiel Daphne Schippers dabei ist, wo sehr erfolgreich ist. Ich habe auch den Baschim gesehen, der hier ist, also der Hochspringer. Und auch sonst wirklich so ein bisschen von allen Disziplinen, also ein bisschen querbeet durch, hat verschiedene Topstars da. Ja, ich freue mich wirklich mega, endlich die Saison anzufangen. Für mich war es wirklich ein bisschen frustrierend letzten Sommer, als halt alles abgesagt wurde. Zuerst Olympische Spiele und dann noch die EM. Hatte es halt nichts gehabt. Und darum war es halt schon eine sehr spezielle Saison gewesen. Und dann hatte ich halt auch körperliche Probleme gehabt. Und dann musste ich die Saison abbrechen, um halt wirklich nicht das Risiko einzugehen, eine größere Verletzung mit zuzuziehen. Darum war es wirklich sehr schade gewesen. Dann habe ich mich halt umso mehr auf die Hauptsaison gefreut, mit einem grossen Anlass mal wieder. Und als das online nicht möglich war, war für mich wirklich eine mega Enttäuschung. Darum freue ich mich wirklich jetzt extrem, endlich wieder eine normale Saison zu machen mit einem grossen Anlass, wo es funktioniert. Es ist jedes Jahr sehr anders mit den Baustellen. Einmal habe ich das, einmal habe ich mehr das. Mit der Physio sind wir vor allem so die Hüfte immer anschauen. Das ist so bei mir ein Punkt, wo ich wirklich immer schauen muss. Wenn die Hüfte etwas fest ist oder etwas schräg ist, dann ist dann halt die Verletzungsgefahr grösser, auf die Hamstring. Und das ist ein Punkt, wo ich auch letzten Sommer vor allem Mühe hatte, dass die Hüfte eigentlich immer frei ist, für dass ich voll laufen kann, ohne irgendwo etwas eingeschränkt zu sein. Es ist immer etwas schwierig zu sagen, wo genau man steht, aber ich bin wirklich eigentlich gut im Plan, eigentlich so wie wir es wollen. Ich bin im Aufbau und eigentlich wirklich so Vorbereitung für die schnellen Sachen, die jetzt ungefähr in einem Monat kommen und eben die Wettkämpfe von denen anfangen. Im ersten Wettkampf für mich ist echt das Gefühl mega wichtig. So, je nachdem, wie es sich angefühlt, wenn es sich jetzt irgendwie es war ein mega schlechter Tag heute, aber trotzdem schnell war. Es ist mega das, was mir wichtig ist. Dann kann ich wie auch mit einer sagen wir, schlechten Zeit eher zufrieden sein, wenn ich sehe, wo das noch Schwachpunkte sind und etwas ist, was ich verbessern kann. Also, das Schlechteste, was sein kann, ist, wenn du dich mega gut hast, gefühlt hast, das Gefühl gehabt, oh, das war super gewesen, und dann ist es eine schlechte Zeit. Ich freue mich recht auf Tokio. All die Sachen, die ringsum sind, kann ich nicht beeinflussen. Also, ich hoffe einfach, dass wir mehr oder weniger normalen Wettkampf machen können, dass alle die gleichen Bedingungen haben. Und dann freue ich mich extrem auf den Wettkampf. Und ich weiss, dass es ganz viele Leute werden von daheim im Fernsehen mitverfolgen. Und ich denke, es kann auch so trotzdem wirklich noch ein cooler Wettkampf werden.
Für mich ist das Eisbad so eine Regenerationsmaßnahme, die ich eigentlich auch gerne mache. Und vor allem jetzt im Winter mache ich es weniger gerne, aber wenn es heiß ist, so wie hier, dann ist es wirklich angenehm nach ein paar Minuten. Am Anfang tut es immer mega weh, aber es ist wirklich für einen Muskel, habe ich wirklich das Gefühl sehr gerne, wenn man näher rauskommt und dann den Muskel mega arbeitet und die Beine richtig warm werden, nachdem sie so runtergekühlt haben. Aber du kannst gut trainieren, ja. Du bist nicht groß. Nee. Rücken zu mir bitte. Ja. Soll ich auch abziehen? Ja, ist besser. Ja, und dann hast du nie gezeigt, oder? Ja, genau. Ja. Aber also Physio hat nachher. Kannst du das schon gut machen? Ja. Physio hat nachher noch massiert und das ist nachher viel besser. Also viel besser. Bitte nach vorne beugen. Der Osteopath tut das mit der Hüfte vor allem richten. Wenn dort zum Beispiel das ISG oder irgendein Gelenk wirklich verhangen ist, dann ist es manchmal ein schwierig für einen Physio. Dort muss dann wirklich jemand dahinter, der es knacken kann. Also er schaut dann, schauen, dass der ganze Körper gerade ist und alles in die gleiche Richtung geht. Bitte mal die Arme kreuzen. Wir gehen jetzt den zweiten Halswirbel beweglicher machen. Kann sein, dass es ein bisschen knackst. Hier spürst du den Punkt. Genau. Gut entspannen. Ja, einatmen. Und aus. Ganz locker. Sehr gut. Geht das für dich? Ja. Also zum Osteopath würde ich jetzt nicht jeden Tag gehen. Das ist eigentlich auch etwas, wo so eben, je nachdem, ob jetzt ein Problem ist oder nicht, oder wie du dich halt gut fühlst, längst, je nachdem, wenn du eine Woche gehst. Und manchmal gehst du auch her und er ist mehr oder weniger gut und dann brauchst du gar nicht viel. Und manchmal hat man mehr zu tun und es kommt immer darauf an, wie sich der Körper halt gerade anfühlt. Ablenken durch dein Trainingslager hauptsächlich einfach mit den Hängen. Umliegen, da lese ich wirklich sehr gerne. Vor allem, wenn du irgendwie zum Beispiel ein bisschen an die Sonne kannst gehen hocken oder so, dann lese ich wirklich sehr gerne ein Buch lesen oder einfach irgendwie mit Leuten einen Kaffee trinken oder so. Schwieriger. Was ich manchmal auch mal ein bisschen mache, ist zum Ablenken mal etwas anderes zu machen. Dann bin ich auch schon Golf spielen. Es sieht sehr viel einfacher aus, als es ist. Ich glaube, so alle, die zuerst mal Golf spielen, merken das. Aber man kommt auch ein bisschen rein. Es ist sicher etwas, wo man dranbleiben muss. Also im Moment hatte ich nicht genug Zeit, um wirklich gut zu werden. Aber so zwischendurch mal ein bisschen gehen, zu spielen, ist manchmal noch lustig. Endlich wieder mal Startnummer passen, ist ein mega schönes Gefühl. Ich freue mich mega, es mal wieder zu machen. Heute über 300 Meter gebe ich mein Comeback. Ich bin mega gespannt und freue mich darauf, zu sehen, was rauskommt. Ich habe die Nacht sehr gut geschlafen. Ich bin ein bisschen nervös aufgewacht, wie eigentlich immer vor einem Wettkampf. So ein Wettkampf aufwachen, wo du weißt, okay, heute ist es wichtig. Vor so einem Wettkampf ist es immer recht gross, vor allem jetzt, als es der erste Wettkampf ist. Und dann habe ich jedes Jahr, egal wie gut das Training ist, bin ich mega, mega nervös. Vor dem ersten Wettkampf einfach auch in den Nerven gesehen, okay, wie ist es jetzt, was hat das Training gemacht und wie wird es jetzt also so ungefähr verlaufen. Thank you.
cool gewesen. Sie hat gesagt, wieder mal Wettkampf zu machen, wieder mal auf dem Platz zu stehen. Es ist eine sehr ungewohnte Distanz, von dem her kann ich nicht viel dazu sagen, aber sie hat viel gesagt. Ich glaube, der Start war okay. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich ein bisschen zu defensiv reingehe. Ich glaube, sie haben auch gut gemacht, aber ich glaube, sie haben dann in der Kurve bin ich auch vielleicht ein bisschen zu defensiv gelaufen, weil das wirklich eine sehr gute Zeit hat können sein. Hinterher war es dann einfach streng, aber alles in allem war es okay gewesen, aber ich glaube, sie würde es beim zweiten Mal ein bisschen besser machen. Sonst normalerweise fange ich aber nicht so früh für die Saison an, meistens erst so gegen Ende Mai. Aber jetzt, wo ich halt keine Hallensaison habe gemacht und das ist ja nicht so gelaufen, habe ich wirklich rechtzeitig angefangen oder einfach genug früh. Und ich mache 300er, um ja, ein bisschen über die Distanz zu machen. Und am Anfang ist es aber auch ein bisschen einfacher, die längeren Distanzen als die kürzeren, zwischen 100 und 200 Meter. Und darum ist so ein bisschen, ja, der Kompromiss gewesen, mache ich mal 300 Meter. Ja, ich habe ein bisschen vom Laktat vor Süd, ich weiß nicht, einige Zopf voll Hoffnung gehabt. Aber die Kollegin Cornelia hat gesagt, das hat sie öfters noch bei 300 Meter. Es ist ein bisschen anders kaputt als auf 200 Meter. Der Rennst hat viel schneller und die letzten 100 Meter, also macht halt schon noch einen rechten Unterschied. Darum habe ich gerade ein bisschen Kopfweh gehabt, also ein bisschen Sturm auf. Ja, hat es ein bisschen schlimmer können sein. Also es ist schon Todeszone, aber es hat auch noch ein bisschen mehr mit Frieden. Unsere Top-Sprinterin Mushinga Kambunshi und ihre Kleinschwester Taji warnen mit diesen witzigen TikTok-Videos vor den Gefahren, die beim Baden lauern. Das ist aber nicht das Einzige, was die beiden Schwestern zusammen machen. Sie sind beide qualifiziert für die Olympischen Spiele. Für mich ist es cool, dass ich jetzt so die ersten Olympischen Spiele aber mit meiner Schwester zusammen und das Erlebnis teilen können und das wie mit ihr zusammen zu machen. Und ich finde, das ist cool. Und das können alle. Und klar ist die grosse Schwester auch ein wichtiges Vorbild für die Taji. Ich denke, ich kann immer sehr viel profitieren. Also ich meine, ich rede sicher oft auch noch mit ihr vor einem Wettkampf oder einem grossen Lass oder so. Viel, also einfach auch grundsätzlich viel telefonieren. Wo, also nicht nur wegen dem Wettkampf, aber ich auch sonst viel hören. Und einfach so ein bisschen, was immer auch einfach eigentlich fast immer auf einen Wettkampf mitgibt, ist einfach, dass ich so Spass habe und so Sachen. Und also ich habe eigentlich immer viel von ihr profitiert. Trotz dem Altersunterschied sind wir sehr nah, mit all meinen Schwestern sind wir mega nah und verbindet uns viel. Und ich denke, es ist wirklich so, dass es so sicher auch auf einer freundschaftlichen Basis auch ist. Und es ist eigentlich auch schön, dass wir so gut haben. Geglückt und Stolper von Kambunshi. Ist das die Chance für Ayla Del Ponte? Salome Cora ist hinten. Es ist Kambunshi, die zum Schluss noch einmal nach vorne kommt und Kambunshi gewinnt in 11:04. Und das mit einem solchen Stolper, das ist ja unglaublich. Boah, ich habe sie schon fast am Boden gesehen. Mir ist das Herz stillstand. Ich habe sie schon lange abgeschrieben gehabt und da kommt sie so nochmals zurück. Unglaublich. Wow. Was war das für ein Start? Hängen geblieben mit dem Fuß, gestolpert und zum Schluss trotzdem gewonnen in einer Zeit von 11:04. Und Ayla Del Ponte läuft 11:04.
Grundsätzlich bin ich eigentlich recht zufrieden von meiner Form. Im Training stimmt, ich bin wirklich super Zeiten gelaufen. Jetzt heute mit dem Rennen bin ich gar nicht zufrieden. Ich bin mega blöd gestagelt, so dass meine Hände fest ausbremst. Und darum ist wirklich das Rennen, ich bin dann einfach nur noch probiert, möglichst gut fertig zu laufen, aber das Rennen war nicht gut gewesen. Aber sonst grundsätzlich, jetzt abgesehen von dem Start heute, bin ich eigentlich zufrieden mit meiner Form. Kann man fast sagen, bis zum Titel gestolpert? Ja, kann man wirklich fast sagen. Oder ich habe es noch gerettet von meinem Stolperer. Aber sonst grundsätzlich wäre ich eigentlich wirklich gut zu Weg. Also ich fühle mich gut und ja, wir haben gefreut, ich kann noch laufen. Ich freue mich auf den nächsten Lauf und hoffe, dass ich es besser machen kann. Wie hast du die Reaktion von der Ayla erlebt nach dem Lauf? Sie hat mich gratuliert. Sie hat, glaube ich, selber Freude gehabt, dass sie PB gelaufen ist. Oder echt, dass sie so eine gute Zeit ist gelaufen. Sie hat jetzt auch ein bisschen Mühe gehabt in letzter Zeit. Darum, ist eigentlich sehr positiv. Ich sehe Mushiga Kambunji, aber ganz knapp. 11:04, meine Damen und Herren, das ist eine Schweizer Saisonbestleistung. Und das ist die zweitschnellste Zeit in Europa für die Skiterin. Mushiga Kambunji! Auf welcher Welt kommt ihr hier runter? Standing Ovation! Für Queen! Wenn ich an Tokio denke, sehe ich hauptsächlich das Einlaufstadion. Das ist so ein Teil oder der Ort, wo ich eigentlich am meisten Zeit verbracht habe, wo eigentlich auch extrem viel passiert, die ganze Vorbereitung oder wenn du vom Lauf zurückkommst, die Freude oder eben vielleicht die Enttäuschung, zum Beispiel mit der Staffel. Also es ist sehr ein spezieller Ort und wenn ich jetzt an Tokio denke, ist das Stadion sicher sehr speziell gewesen, aber so das, was mir glaube ich, am meisten bleibt, ist wirklich so die Stimmung auf dem Stadion. Mushiga Kambunji besser gestartet als Ayla Del Ponte. Die beiden Ayla Del Ponte und die Mushiga Kambunji laufen im 100-Meter-Sprint im Finale. Sie schaffen das als allererste Schweizerinnen überhaupt. Die Tessinerin Ayla Del Ponte läuft der Finale mit 10,97 Sekunden. Es ist die zweitschnellste Zeit ihrer gesamten Karriere überhaupt und sie landet mit dem auf dem 5. Platz. Ja, und die Mushiga Kambunji schafft der Finale in 10,99 Sekunden und landet mit dem auf dem 6. Rang hinter der Ayla Del Ponte. Im 100er ist es jetzt ein bisschen einfacher, jetzt so ein bisschen richtig einzureihen. Manchmal so im Nachhinein ist es noch ein schwierig. Und das, was mich dann halt enttäuscht hat, ist, dass sie mich nicht noch mal steigern konnte im Finale. Aber so im Nachhinein, also es war ein Olympia-Finale, ich bin dort 6. geworden. Also ich habe wirklich mega, mega Freude, es war wirklich eine super Leistung. Ich bin 3x unter 11 Sekunden gelaufen. Vor allem so, wie ich das Jahr angefangen habe, mit all den Unsicherheiten, war es wirklich sehr erfolgreich. Ja, Tokio war wirklich trotz dem ganzen Corona-Zeug gleich ein mega schönes Erlebnis gewesen, trotzdem ein mega cooles Event. Ich glaube, so das, dass alle nicht so lange dort waren, haben wir nicht ganz die gleiche Stimmung gehabt, wie sonst aber auch, oder wo man einen Angriff von Weg ist gegangen. Aber wir haben es immer wieder gesehen, wir sind ja in einem Gebäude und haben einander halt so unterstützt oder einander viel Glück gewünscht. Und das, was mich zum Beispiel extrem hat motiviert hat, ist, wir hatten ja so ein Office. Und nachher haben sie immer Diplom-Gewinner hergetan und die Wand ist einfach riesig geworden. Es sind wirklich so viele und dort bist du jeden Tag durchgelaufen, wo ich jeden Tag einen Corona-Test abgeben. Und es ist wirklich schön, sie dann plötzlich dort zu hängen und nachher ist die Wand ist immer wie grösser geworden und zu sehen, dass so viele Leute so einen Erfolg haben, ist wirklich extrem schön. Sie muss die ganz enge Mushiga Kambunji rennt im Olympiafinale über 200 Meter auf den 7. Platz und verpasst damit die Olympiamedaille deutlich. Trotzdem ist ihre Leistung nicht genug hoch einzuschätzen. Wieder läuft sie so mitten in der Weltspitze und bleibt mit 22,3 Sekunden nur 400stel über ihrem eigenen Schweizer Rekord. Der hat sie den Vorlauf zweimal egalisiert. Ja, ist schon verrückt. Das ist krass. Ich habe wirklich, ich glaube,
Was mir hat geholfen, vor allem das Jahr, trotz all dem, was ich mit dem Fußbruch, ist so, dass ich die Stabilität habe. Ich habe jetzt wirklich ein gutes Trainingsumfeld in Bern. Ich habe nicht mehr viel Wechselkeit die letzten Jahre. Und ich glaube, es hat mir extrem geholfen, so ein bisschen die Stabilität zu haben, dass wenn dann mal halt auf der anderen Seite etwas passiert, aber jetzt mit einer Verletzung, dass ich trotzdem noch etwas Gutes machen kann. Aber also es ist wirklich, hätte ich nicht gedacht, aber es ist wirklich ein mega Erfolg. Und es ist ja vor allem extrem Freude an dieser Konstanz, dass ich wirklich, ich eigentlich keine schlechten Rennen hatte dieses Jahr. Das ist echt der, den ich wirklich vor allem Freude habe. Und auch Bombenzeit über 200? Und über 200 genau das Gleiche. Genau, dort habe ich auch gut am Anfang der Saison, sie waren gut gewesen, oder meine schlechten Rennen waren wirklich schlecht auf sehr hohem Niveau gewesen. Also es war im Vergleich zu anderen Jahren wirklich super gewesen. Und dass ich dann in Tokio wirklich so konstant laufen kann und dann auch noch ein Diamond-League-Meeting gewinnen kann, das ist wirklich ein Riesenerfolg für mich, den ich auch extrem Freude habe. Und nachher eben noch ein paar Mal so nach den Schweizer Rekorden laufen, das hat mir wirklich sehr viel gefreut. Really, really good Ben runner, as is Kambunji coming through on the inside. But here comes Gabby Thomas. Thomas coming through. Kambunji is holding her form well, but Thomas is just going to be pipped on the line. 22.06. Kambunji coming through impressively from lane three. Oh, she's had a brilliant year, hasn't she? Made the final in both the 100 and the 200 meters in Tokyo. 22.06 confirmed. It's a huge lifetime best for Kambunji. Thomas did come through strongly, finished well in the last 20 meters to come through and pip Asher Smith. Das Diamond League in New Zealand war für mich auch sehr, extrem wichtig. Also es war für mich sehr schön, dass ich dort gewinnen konnte. Das hat mir sehr viel bedeutet. Weil haben das Diamond League im Sprint und dann mit dieser Konkurrenz, es war nicht ein einfaches Rennen gewesen. Und da bin ich wirklich extrem stolz, dass ich das auch gewinnen konnte. 50 Jahre Swiss Athletics und Mushinga Kambunji, ja, ist eine prägende Figur von den letzten 10 Jahren, von der Neuzeit. Wie ist das für Sie, wenn Sie da auf diese Zeit zurückschauen? Ja, es ist für mich sehr schön. Es sind sehr viele schöne Emotionen, sehr viele schöne Erinnerungen. Ich habe vor 12 Jahren meinen ersten Grossanlass gemacht, dann bei der U18. Und jetzt gleich aus einer Zeit bin ich auch bei den Aktiven dabei. Und es ist wirklich sehr schön, auch von mir aus gesehen, was ich für eine Entwicklung habe gemacht habe. Sportlich, aber auch persönlich, die Trainer, die ich erlebt habe, auch die Konkurrentinnen oder auch Teamkolleginnen, die ich mit den Sachen erlebt habe. Es ist wirklich sehr schön, das auch so ein bisschen rückblickend anzuschauen. Jetzt sind wir im 21. Wie würden Sie das Jahr beschreiben, so in ein paar Sätze für Sie? Es war sehr aufregendes Jahr. am Anfang sehr negativ und dann eigentlich sehr gut. Und dann bin ich wirklich auf einem sehr guten Niveau gewesen, mit aber noch mit so ein paar technischen Fehlern, die noch nicht so ganz gestimmt haben. Aber eigentlich ja, eines meiner erfolgreichsten Jahre. Für die Athletin des Jahres hat es nicht gelangt. Das ist Ayla Del Ponte. Was löst das aus für die Rivalität? Ja, ich denke, es ist schön für alle zu sehen, dass alle Athletin des Jahres werden können. Dieses Jahr war es die Ayla, aber ich habe auch schon ein paar Mal gewonnen. Und ja, sehen wir, wer nächstes Jahr wird. Mushinga ist als Mensch und als Athletin Rivalin. Wie ist dieses Spannungsverhältnis? Ich denke, als wenn wir auf der Bahn sind, wir sind mit alle die anderen 7 Athletinnen auf den Bahn Rivalen. Aber als das Wettkampf ist fertig, wir sind Freundinnen und es ist immer sehr, sehr cool, ein bisschen zu zusammensprechen und auch etwas teilen zusammen. Und ja, ich denke, wir sind wirklich zufrieden und glücklich in der Schweiz, dass wir eine solche gute Atmosphäre haben. Mushinga hat mich gezeigt, das Weg, dass unter 11 Sekunden möglich ist, dass man Medaillen auch auf den Spitze gewinnen kann. Und deswegen bin ich dankbar. Ja, heute haben wir einen speziellen Tag mit der Staffel. Wir haben noch einen Ausflug gemacht auf das Jungfraujoch, um die Saison abschließen. Und
noch ein bisschen die Aussicht geniessen. Ja, es ist schön. Es ist immer lustig mit den anderen. Man ist wirklich gut miteinander. Und darum ist es auch cool, mal so ein bisschen neben dem Platz etwas zusammen zu machen. Und es ist leider nicht so eine schöne Aussicht, aber zusammen haben wir es eigentlich immer gut. Ich finde die eigene Nordwand noch mega eindrücklich, weil ich mal einen Film gesehen von Geschichten, wo die Ersten sind aufgestiegen. Es war ein cooler Film und so ist es natürlich auch noch mal viel interessanter und wirklich vor allem mega eindrücklich, wenn du überlegst, was es für eine lange Geschichte hat mit dieser eigenen Nordwand. Top of Europe, das gilt auch für die EM nächstes Jahr? Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Man will immer zu oberst sein. Das ist teilweise sicher eine Weltmeisterschaft, wo ich sicher 100 Rundstaffeln machen möchte. Und EM, wo ich auch noch 100 Rundstaffeln machen möchte. Es wird sicher ein strenger Sommer, aber sehr coole Freunde, extrem. Und das Ziel ist natürlich nochmal ein Finale zu machen. An der WM sicher nochmal drei Finale. An der EM ist sicher ein Medaillenziel. Du warst schon mal da oben mit der Mami. Wie wär's, wenn man etwas sehen würde, wenn es schön Wetter ist? Es ist wirklich sehr schön. Wir haben mega Glück gehabt mit meiner Mutter und meiner Schwester. Und es war wirklich mega, mega, mega schön. Ich habe einen perfekten Tag verwünscht. Darum kann ich es sehr empfehlen, die Uppe zu kommen. Es ist wirklich sehr schön. Ich habe sehr gerne die Wärme, aber ich bin auch extrem gerne in den Bergen. Ich bin wirklich mega gerne hier in der allgemeinen Berner Oberland oder Interlaken. Es ist mega, mega schön und ich bin wirklich sehr gerne hier in der Region. Tokio mit der Staffel war ein mega Erfolg. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment alle mega enttäuscht waren, weil wir eigentlich alle mit der Medaille gerechnet haben, war es trotzdem eine mega Leistung. Also ich bin wirklich stolz auf uns, unser Team und das hat die Läuferinnen, die natürlich auch braucht. Und ich denke, es ist möglich, mal noch eine Medaille zu machen. Wir haben es natürlich gehofft, es jetzt in Tokio zu machen, aber ich denke, es kommt bald mal. Vielleicht nächstes Jahr oder irgendwann holen wir uns die Medaille mit der Staffel. Gold, schwarz, schwarz, beige. Wie gross ist das Durcheinander im Hause Kambunschi gewesen, bis hier all euer Outfit kommt? Ja, es ist schon ein bisschen, es ist eigentlich noch gegangen. Wir wohnen noch nicht im gleichen Ort, von dem her ist mir so das Telefon ist so ein heiß geläutet die letzten paar Tage. Aber wir haben es dann eigentlich schnell gefunden und eben sind euch recht zufrieden. Wer ist die eitelste von euch? Wer verbringt am meisten Zeit vor dem Spiel? Was denkt ihr denn? Ui. Ich würde auch sagen, ja. Nicht ich. Dankeschön. Bei uns im Studio ist Mushinga Kambunji. Herzlich willkommen. Merci. 2019, schon Sportlerin des Jahres. Es gilt also den Titel zu verteidigen heute Abend. Und was für Gefühle sind Sie da? Ich finde es vor allem sehr schön, da zu sein. Dieses Jahr hat so unglaubliche Leistungen gegeben mit so vielen Olympiamedaillen bei den Frauen. Darum, ich bin vor allem einfach stolz, dabei zu sein und wieder unter den sechs besten Nominierten zu sein. In der Vergangenheit, Sie haben ein Rennen gepostet, wo Sie ein kleines Mädchen sind. Das müssen wir zusammen anschauen. Sie rennen barfuß. Erklären Sie das? Genau, ja. Wieso ohne Schuhe? Das war mein erster Wettkampf. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das erste Rennen war, aber sicher der erste Wettkampf. Und als Kind, ich weiß nicht genau wieso, wir haben halt auch immer im Schuhturnen, haben wir einfach in die Turnhalle gekommen, haben unsere Schuhe abgezogen, zum Teil barfuß oder halt mit Schleppli. Und für mich ist es so, wenn ich dort mit Schuhen gelaufen wäre, die wären viel zu schwer gewesen. Also für mich war es etwas, was mich eher hat bremst. Darum sind wir wirklich auf einen Wettkampf gekommen, haben die Schuhe abgezogen und sind dann barfuß gerannt. Unterdessen gibt es Socken und Schuhe, die dazugehören. Wir haben noch ein ganz herziges Bild von Ihnen mit Ihrem Mami, wirklich als kleine, kleine Bohne. Das ist ja nur eine von vier Töchtern von ihrer Mutter. Und die vier Töchter alle in der Leichtathletik aktiv gewesen oder immer noch aktiv. Also ihre Eltern haben ja wirklich, ja, sehr wahrscheinlich mehr als ein Jahrzehnt einfach so quasi auf der Leichtathletikanlage gelebt.
Sie sind schon 2 Jahrzehnte auf der Leichtathletikanlage, genau. Ja, es ist sehr schön, dass wir auch das so ein bisschen aus Leidenschaft teilen können, dass wir einander unterstützen können, helfen können, dass unsere Eltern da dabei sind. Manchmal ist es kompliziert, wo einem anderen Wettkampf sie irgendwo verteilt. Aber es ist sehr schön, wo wir dort wirklich so die Unterstützung voneinander haben. Und ich denke, das hilft uns allen sehr viel. Ich weiß nicht, wieso sie so gesagt hat. Ich habe nicht eigentlich XP oder so, aber ich weiß nicht. Ich habe also wirklich das Gefühl, dass also man sieht, ja, es ist einfach alles in irgendeine Richtung gegangen. Ja, mein Vater hat nicht immer gut, er hat immer gefilmt, aber nicht immer gut. Jetzt kommt mir, glaube ich, erklären, wie ich den Stabflock einstellen muss. Das ist jetzt meine Mami, die da ist. Das war, glaube ich, kurz vor meinem ersten Lauf. Und hier drauf sehe ich noch meine Schwester nebenan mit dem blauen Stirnband und meine Mutter, die man erklären kann. Und da habe ich einen Hochstart gemacht. Das, was lustig ist, ist, mein Vater hat im Film manchmal so ein bisschen abgeschweift. aber das war wirklich cool. Und da habe ich, das erste Mal bin ich zweit geworden. Das kann ich mich noch gut daran erinnern. Ich hatte mega Freude. Aber ich bin zuerst mal zweit geworden und nachdem habe ich immer gewonnen. Aber das sind wirklich sehr schöne Erinnerungen, die sehr speziell waren. Und man sieht auch, hier bin ich auch Blutfuss gerannt. Und das ist das, was ich halt mega schön finde an dieser Sportart. Das ist sehr simpel. Also es kann wirklich, eben, jeder kann mitmachen. Du gehst her, legst ein übergrosses T-Shirt an, ziehst deine Schuhe ab, gehst in die Startlinie und rennst. Und das ist dann das erste Mal, als ich gewonnen habe. Und ich habe mega Freude, mir eben so Abzeichen bekommen. Und ich habe die gesammelt und habe Freude daran gehabt, immer. Aber ja, das war einfach das erste Mal, als ich einen Wettkampf gewonnen habe. Und ich war immer ein bisschen schüch dann. Aber ich hatte Freude gehabt. Und das, so meine Motivation vor allem war die Medaille. Da sieht man gerade, wie ich sie anschaue. Ich hatte einfach Freude gehabt, die Medaille. Und mein Ziel war eigentlich, so viele Medaillen zu sammeln wie möglich. Da habe ich sogar aber noch den 1000er gemacht. Den 1000er gemacht, obwohl ich es nicht gerne habe gemacht, einfach nur, weil ich eine Medaille bekomme. Du musst es sogar zweit, wie sie auch nicht was kommt. Habe ich da, da habe ich Schuhe an, ja. Da habe ich Nagelschuhe bekommen, auch von irgendwo. Ich weiß gar nicht, was das war. Jetzt hat man gerade auf dem T-Shirt gesehen, ich glaube, es war ein Unterschrift von Mireille Donders. Das war mein grosser Vorbild dann immer. Ja, auch viel Unterschrift auf dem T-Shirt gehabt. Das ist auch etwas, was ich mega gerne gemacht habe. Das ist meine Schwester nebenan, die auch die Leichtathletik gemacht hat. Und die Älteste, der, sie sind mir eigentlich so ein bisschen dazugekommen. Und ach, die, ich weiß nicht mehr, wie sie heisst, aber das ist auch eine, die lange mit uns Leichtathletik gemacht hat. Ich kann jetzt den Namen nicht mehr sagen. Aber ja, es hat immer mega viel Spass gemacht. Und wir sind hier rumgekommen, halt in der Schweiz. Ah, das ist das Esti. Das ist auch eine, die mich so ein bisschen von Anfang an begleitet hat. Oder uns, alle. Das ist nicht die Mami? Nein, das ist eine Trainerin. Und ach, zum Teil kommen mir Gesichter bekannt vor, aber ich kann es nicht mehr sagen, wie sie heissen. Aber sie war so meine erste Trainerin gewesen, oder so die erste, die mich begleitet hat. Ah, das ist der Vater, genau. Mal wahrscheinlich, als ich auch das Kantonalfinale gewonnen habe, vielleicht. Und ich war immer mega scheu. Wieso habe ich das gesagt? Ich bin ein bisschen verschüpft. Und meine Mutter mit der Didi, die seit klein auf ist auf dem Platz war, wo sie noch überhaupt nicht gecheckt hat, was passiert. Es war auf dem Leichtathletikplatz. Und Sul bin ich auch immer mega gerne gestartet. Es ist ein schönes Stadion halt mit den Bergen. Und jetzt haben wir dann den See. Und dann sind wir oft hier in die Baden nach dem Wettkampf. Lies 2003, das ist das erste Schweizer Finale. Ja, das war der erste Schweizer Finale. Da habe ich auch jetzt schon das STB-Dress an, mit dem Abzeichen da. Und dann, ja, das ist. Wenn das der erste, ich bin mir nicht sicher, da sieht man Osama, der noch heute mitgemacht hat. Wenn das der erste Schweizer Finale war, ist es der, wo ich bezweit wurde. Vielleicht kommt das dann noch. Ist das echt das Finale? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Das muss ich nachher fragen. Und ja, viele sagen, wir rennen immer noch ähnlich. Oder auch immer noch Sachen, die sehr ähnlich sind. Ich weiß nicht, wieso sie so gesagt hat. Ich habe nicht eigentlich XP oder so, aber ich weiß nicht. Ich habe also wirklich das Gefühl, also man sieht ja, es ist einfach alles in irgendeine Richtung gegangen.
Also, als ich dann älter geworden bin, wenn du halt noch so jung bist, dann tust du nicht extrem viel Technik trainieren. Du tust ja halt immer so ein bisschen bewegen und tust es so ein bisschen angehen, aber du tust nicht extrem viel machen. Und hat sich dann zum Glück verbessert. Zweite Moschinga Kamuchi. Das ist dann von Ziegen, gibt. Ah ja, das ist dann noch nicht gezweit worden, hat mich richtig angeschissen. Um 1000 Stuhl habe ich verloren, das weiß ich noch sehr gut. Es ist lang her, aber ich habe dann auch um 1000 Stuhl verloren. Hat mich recht angeschissen. aber trotzdem freut mich, es war das erste Mal im Schweizer Finale. Und ich weiß noch, dass ich dann wirklich das ganze Jahr dachte, nächstes Jahr wollte ich gewinnen. Und ja. Ah, das ist meine älteste Schwester, die freut hat, dass sie gewonnen hat. Hat mich gerade schon mega lange nicht gesehen. Herzliche Gratulation diesen Mädchen der Jahrgänge 92. Moschinga, haben wir deinen Namen jetzt richtig gesprochen? Ja. Gut, alles Gute, viel Glück und Entschuldigung, dass es am Nachmittag nicht so ganz geklappt hat. Ja. Es war nie etwas, was mich mega genervt hat, wo ich weiss, dass es schwierig ist und ich weiss, dass es nicht einfach ablesen kannst und es klar ist. Aber es war dann aber meine Tante, die ist vor der Siegerehrung vor allem. Ich sind dann aber gesagt, wie man es richtig ausspricht. Dass sie es wenigstens der Siegerehrung einigermaßen richtig sagen. Aber es ist für mich etwas, es hat mich nie gross gestört. Es war aber ein bisschen lustig, wenn sie es dann ganz komisch ausgesprochen haben oder wenn sie zum Beispiel die Serie aufgesagt haben. Und es wäre immer so ein bisschen eine Pause gegangen. Ich weiß auch, kein Speak. Wo sie jetzt den Namen gesehen und überlegen, darum, das ist nie etwas, was ich in diesen Leuten überhaupt genommen habe. Das kannst du auch nicht wissen, wie man ausspricht, wenn du es wie nie gehört hast. Das ist das, was mich als Kind geprägt hat. Also, ich habe auch gute Erinnerungen daran. Und es ist auch etwas, was ich finde, was sehr wichtig ist und wo ich hoffe, dass ganz viele andere noch erleben können. Und es werden sicher viele machen, die in Leichtathletik landen, andere, die in anderen Sportarten landen oder solche, die vielleicht einen Weg machen wie bei mir, die Weltmeisterschaft, Olympische Spiele gehen können oder sogar Medaillen holen. Und dort ist mir mega wichtig, dass es weitergeht, dass es so gut gemacht ist. Und dort ist es schön, dass wir jetzt ganz neue Visana aussponsorieren. Also es ist jetzt neu der Visana-Sprint. Und ich bin dort Botschafterin und du dort auch so ein bisschen, ist also dort so ein bisschen meine Idee gewesen, dass wir das so machen können. Und du dort wirklich auch sehr viel reingeben und wird das dann auch vor allem langfristig auch weiterziehen und meine Idee reingeben und einfach, dass ich das dort auch machen kann. Und das ist etwas, was mich sehr freut. Es wird echt schwieriger mit unserem Qualitätsanspruch. Genau. Wir haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch hier. Wenn sie nicht schön rauskommen, dann nehmen wir sie vom Blech. Es sind vor allem zwei. Ja. Und zusammen ist der doch gut. Ja, also Mami ist dort nicht. Wenn es nicht schön aussieht, dann tut sie es trotzdem aufs Blech. Und darum braucht es auch immer eine Qualitätskontrolle und kann schauen, ob sie auch sind. Ob sie auch okay sind, ob man die so machen kann. Für das hier ist jetzt schon, das können wir nicht lange helfen, gell? Ja, du kannst es ein bisschen testen. Nein, ja, das ist. Nein. Jetzt kaputt gemacht. Und weißt du, dann haben wir bald Eis im Mittag. Ja, mehrmals. Ja, ja. Das ist ganz schlimm. Das ist ein bisschen Trauma. Ja. Und nicht mehr weil man sieht, was sie falsch machen, dass es nicht schön ist. Ja, dass sie nicht zum Spass haben. Also, nein, nicht. Geht sie müssen schön rauskommen. Es ist. Geht das gar nicht. Ich werde nicht nachher von uns. Wie war Moschinga als Kind? Eine Freche oder eine Brave? Einfach ein Gumpibäuerli war es. Sie war gegen ein bisschen in der Luft. Nein, sie war eine Brave. Also hat sie fast müssen, eine Leichtathletin werden? Ja, fast. Wirklich. Es ist so. Wie oft sind sie denn dabei und haben mitgefiebert? Ja, von Anfang an, als sie noch in bloten Füssen war. Mikrosprint. Da waren wir gern. Jetzt nehmen wir gern mit. Außer gerade auf Japan. Oder auf Brasilien.
Ja, die hätten mich auch mitgenommen. Ja, dann war ich doch zu weit gewesen. Wie hat sie sich verändert? Sie ist einfach eine schöne junge Frau geworden. Also rundum happy als Grosse. Ja. Bist du auf so. Siehst du, wenn du es siehst, was nicht schön ist? Mir hat immer gewitzelt. Nicht immer gleich. Früher auch bei uns daheim, aber mir ist immer eins, jemand hierher gekommen. Oder auch zur Tante ins Emmental. Dort sind wir ja auch immer wieder gegangen, zusammen gewitzelt. Und dann ja, tut sich etwas verändern mit dem Alter. Also da mit dem Qualitätsanspruch, ja, das ist mir in den letzten Jahren gekommen. Und dann tue ich mich aber ein bisschen zurückziehen und andere Arbeit übernehmen. Das ist gut. Ich muss die machen, die es gerne machen. Und hohe Ansprüche haben, das ist doch gut. Präzision kann man sicher mit dem Spitzensport vergleichen. Wir machen da keine schlechte Qualität. Es muss gut sein. So wie im Training oder im Wettkampf. Dann konzentrierst du dich, machst du es richtig. Das habe ich sicher ein bisschen von hier mitbekommen. Im Grunde bin ich nicht die Einzige, die so ist. Und die Sprinternägel, sage ich jetzt mal. Die grossen Gützeln. Man muss nur ein bisschen anders machen. Und wenn du die Gaben hast, dann verstehst du sie. Ja, du musst einfach wissen, wie aber es geht. Nachher gibt es aber noch Maniküre. Oder wie aufwendig ist es denn? Nein. Du musst einfach ernst im Mund. Ja. Kannst du das nachher putzen? Ja, vorher einfach gut putzen und nachher gut putzen. Also so wie sonst auch alle, die Hängwäsche. Ja. Ja. Also wir haben alle Hände gewaschen. Ja! Du bist ein bisschen dummer Photoshop. Ist so gut. Das ist alles nebendür, aber dafür sind sie alle gedeckt. Kann man damit leben? Ja, das geht. Wie schwierig ist es, die ganze Familie so regelmäßig zusammenzubekommen, wenn alle quasi ausgeflogen erwachsen sind und ihr Leben leben? Ja, dass wir wirklich alle zusammen sind, ist schon relativ schwierig. Aber es gibt es zwischen ihnen manchmal sogar spontan. Also zum Beispiel, ich weiss noch, nach Tokio, gell? Sind wir mal im Garten, haben wir nachher zu viel gegessen und sind plötzlich einfach alle da gewesen, haben wir noch angerufen. Und ja, kommt schon, es gibt vier, ich mache ein Dessert. Also aus Wamme, als sie aber wieder weg war, dann hat man es einfach zugeschaltet, auf dem Handy, auf dem Tisch. Und voilà, so kann man es schon pflegen auch. Das ist wichtig. Das ist nicht so mittig. Das ist nicht so mittig. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2,